Es sprachen die Alten, wenn jemand Vertrauen hat in einen und sich ihm im Gehorsam unterstellt, hat er es nicht nötig, die Gebote Gottes zu beachten, sondern alle seine Willensentschlüsse seinem Vater zu überlassen. Und er hat dann bei Gott keine Schuld, denn nichts sucht Gott bei den Anfängern so sehr wie die Qual wegen des Gehorsams. Das ist, liebe Schwestern und Brüder, wirklich ein merkwürdiges Wort. Man hat einen Altvater gefunden, dem man vertraut und verlässt sich ganz auf ihn, ist ihm in jedem einzelnen Punkt gehorsam. Und wenn man das tut, dann kann man sogar die Gebote Gottes vernachlässigen. Was ist das für eine merkwürdige Geschichte, die wir da lesen? Es ist die Kehrseite dessen, was wir heute erleben. Wenn die Texte heute von der Stummheit sprechen und vom Hören, dann wissen wir eigentlich, auf welcher Seite wir stehen. Natürlich, wir produzieren viel Papier, wir verfassen eine Stellungnahme und Presseerklärung nach der anderen. Wir sind, was das Drucken und Reden angeht, ziemlich eifrig. Aber ich finde, der Kardinal von Köln hat vor 2 Wochen bei der Bischofskonferenz in seiner Predigt zu Recht gefragt, hört uns eigentlich noch jemand zu? Den Eindruck kann man nicht gewinnen. Es liegt an uns. Wir müssen nicht sozusagen ein anderes Papier für die Presseerklärungen suchen oder unsere Sprache ein bisschen anpassen. Was wir zu tun haben und weshalb diese Wochen eine Zeit der Erneuerung sind, ist das, was wir beim Propheten Jeremia hören. Zu hören. Und weil wir das nicht tun, geschieht uns das, was wir im Evangelium hören, wir werden stumm, auch wenn wir viel produzieren. Wir sind stumm. Wir sind durch einen gewissen Dämon gelähmt, von dem uns Jesus nur befreien kann, indem wir auf ihn hören, indem wir das tun, was er gelebt hat, in allem gehorsam zu sein. Gehorsam. Ich weiß, wir suchen heute vielfach vergeblich solche Figuren, denen wir denn wirklich gehorchen könnten. Wir sind da natürlich auch, gerade wenn man an den politischen Bereich denkt, gebrannte Kinder. Aber ist das wirklich Grund genug, auch im geistlichen Bereich ständig eine Ausrede zu haben? Statt uns wirklich zu überlassen. Letztendlich jemandem zu überlassen, der aus dem Wort Gottes lebt, der das Wort Gottes lebt. Und das scheint mir das Grundübel zu sein, dass es so wenige fassbare Menschen in dieser Weise gibt, sodass wir uns nicht konkret einüben können in einen Gehorsam, der des Evangeliums würdig ist, der Jesu würdig ist, der den Vätern würdig ist und der unserem Leben als Christen würdig wäre. Notwendig ist er allemal, denn auch das wussten die Väter. Nicht so sehr verscheucht die Dämonen wie der Gehorsam. Wir können das an der Versuchungsgeschichte Jesu eindringlich studieren.